Hey Leute, jetzt möchte ich euch hier mal die Keramika-Kollektion zeigen. Falls ihr meine Meinung wissen wollt, die Keramika-Kollektion ist es eigentlich nicht so wirklich wert. Kostet 260 Platin und ich finde das jetzt nichts drin, was wirklich mega geil ist. Und man kann sich alles einzeln kaufen. Das heißt, hier sind jetzt ist ein Panzerungsset drin, Tonfa-Skin und ein Pandero-Skin. Hier hätten wir dann die Rüstung einzeln für 100 Platin. Dann der Tonfa-Skin hätten wir hier, der kostet 115 Platin. Sehr, sehr grob gearbeitet. Naja, ob man drauf steht. Und dann hier nochmal 115 Platin für einen Skin, der macht, dass die Pandero aussieht wie ein Kinderspielzeug, nämlich so eine Seifenblasenpistole. Kennt ihr bestimmt. Drückt man drauf, kommt vorne jede Menge Seifenblasen raus. Und das Rüstungsset, also ihr merkt schon, ich bin nicht begeistert, aber ich muss auch nicht begeistert sein, es muss nur euch gefallen. Aber falls ihr mich noch was fragt, die Brustplatte sieht aus wie ein abgetrennter Loki-Kopf. Also der Standardhelm, vielleicht dann noch ein bisschen plattgewalzt, aber alles in allem. Ich finde eine sehr, sehr große Ähnlichkeit vorhanden. Aber naja, ist nur meine Meinung. Dass das hier jetzt aussieht wie Motten, möchte ich gar nicht erwähnen oder wie ein stilisierter Millennium Falcon von Star Wars. Aber wir legen jetzt einfach mal los. Der Pandero-Skin. Primärfarbe. Würde ich wahrscheinlich zu schwarz tendieren. Sekundärfarbe, die Linien. Strange. Or just did not see the value of those photonic wavelengths until now. Akzente. Und die Energiefarbe. Also hier unten auch die beiden Energiepunkte. Das war's schon. Dann der Kronenskin. Nicht verkehrt, aber naja, sehr, sehr grob gehalten halt. Würde ich auch eher wahrscheinlich zu schwarz tendieren. Und nur als kleiner Vergleich noch, wir haben einen Tag der Toten-Skin bei den Kronen, wir haben den Maruta-Skin von Mac und wir haben da auch ziemlich geile Tenugin-Skins, wobei ich die niemals benutzen würde, weil zu teuer. Aber allein schon der Mac-Skin oder hier der Tag der Toten-Skin, naja, schon mal besser. Natürlich, Tag der Toten-Skin haben wir nicht überall, wir haben aber auch nur 3 Tonfas, Bolt Ace und Oma und Kronen und die Telos Bolt Ace. Das war jetzt falsch. Aber hier haben wir auch den Maruta-Skin. Und der Maruta-Skin, ich muss sagen, der sieht meistens einfach besser aus. Aber alles Geschmackssache. Gut, machen wir weiter. Die Verzierung. Also vielleicht kann man ja irgendwas richtig Cooles hier aus der Brustpanzerung rausholen. Zum Beispiel hier haben wir mal einen angenehmen Goldton. Aber alles in allem, bis jetzt bin ich wirklich nicht begeistert von dieser Kollektion. Gut, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.